Nach der besten Woche für die Wall Street, als die Indizes so stark zulegen konnten wie in diesem Jahr überhaupt noch nicht, herrscht heute irgendwie die Ruhe nach dem Sturm. Dünnste Handelsvolumina, jeder, der heute irgendwas handelt, der wird von den Börsen mit Handschlag begrüßt, hat man das Gefühl. Also es tut sich wenig, die Märkte sind stark weiterhin überkauft. Nach dieser massiven Rallye sind in Windeseile aus einem stark überverkauften in einen stark überkauften Zustand übergegangen und das auf Basis einer etwas seltsamen Interpretation, nämlich man hat die Aussagen von Jerome Powell so interpretiert, als wäre jetzt definitiv Schluss mit den Zinsen, als sei im Grunde schon fast Zinssenkung und Quantitative Easing wieder am Start, aber das ist nicht so. Powell hat sich jede weitere Aktion offen gehalten, hat gesagt, wir gucken mal, wie die Daten reinkommen, higher for longer bei den Zinsen, aber die Kapitalmarktzinsen würden ja ein Stück weit die Arbeit abnehmen. Mit den Aussagen sind die Kapitalmarktzinsen gestiegen, die Aktienmärkte gestiegen, die Financial Conditions gelockert, das arbeitet gegen die Fed. Also kann der Fed das auf Dauer nicht recht sein, sonst steigt die Nachfrage wieder, weil eben Kredite günstiger werden etc. Aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Wir sehen heute, naja, ein gemischtes Bild, ziemlich schwache Marktbreite auch, Advanced Decline-Linie bei minus 150. Wir sehen also, dass mehr Aktien heute fallen als steigen. Die großen Indizes mehr oder weniger unverändert, allerdings sehr schwach. Der Russell 2000, der in der letzten Woche über 8% zulegen konnte und der beste der Indizes war, also jene Nebenwerte in den USA, die sehr gut wahrscheinlich die Wirtschaft in den USA widerspiegeln. Der Russell war ja sogar im Minus bis letzte Woche in diesem Jahr, anders als der Nasdaq vor allem, und dann diese Rallye. Also es ist vieles gestiegen, was vorher verprügelt wurde, teilweise zu Unrecht verprügelt oder teilweise zu Recht verprügelt, wie etwa unprofitable Tech-Unternehmen, Cathie Wood plus 14%. Also der Dreck wird wieder nach oben gespült. Das ist ein Qualitätsmerkmal, könnte man sagen. Wir sehen heute den Anstieg der Renditen. 10 Basispunkte geht es nach oben. Klar, wir hatten diesen starken Fall von 5% auf 4,5% etwa bei der 10-jährigen US-Rendite und das haben die Aktienmärkte ja so toll gefunden. Schaust du, die Rendite geht nach unten. Heute sehen wir aus einem überkauften Zustand der Anleihen, also die Renditen überverkauft, jetzt sehen wir einen Snapback ohne wirklich fundamentale Nachricht. Wenn wir uns mal die Aktienmärkte anschauen, S&P 500 oben und Russell 2000 unten, dann sehen wir mal, wie viel Prozent der Aktien machen ein 52-Wochen-Hoch, also erreichen den höchsten Stand des Jahres. Dann sind das beim S&P 500 4% und beim Russell 3%. Wir sehen also noch nicht wirklich, dass da jetzt ein großer Aufschwung wäre, auch wenn natürlich der Schluck aus der Pulle schon sehr, sehr bedeutsam war. Und hier hat, ich glaube, Goldman Sachs war es getitelt heute in einer Analyse, der Markt hat sich verhalten, als hätte eben die Fed jetzt Quantitative Easing geliefert, also praktisch wieder Liquidität ins System geschüttet. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen ja hier, die Bilanzsumme der Fed fällt und fällt und fällt. Alles noch vergleichsweise moderat, aber es ist zumindest nicht so, dass Liquidität zugeführt wird. Vielmehr lässt die Fed ja Anleihen auslaufen. Sie verkauft nicht aktiv Anleihen aus ihrem Portfolio, aber sie lässt sie auslaufen und kauft eben auch keine neuen. Am Mittwoch wichtige Anleiheauktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe, am Donnerstag eine 30-jährige Anleihe. Das wird ein großer Test für die Renditen werden und die Renditen wiederum sind ja wichtig für die Märkte. Wir haben es gesehen. Aber klar, wer jetzt zum Beispiel diese letzte Woche verpasst hat, der hat ein Problem, denn die beste Woche, das war es ja letzte Woche, der hat dann eine deutlich bessere Performance. Man muss bei den Super Rallies dabei sein. Das ist die Lehre für Investoren schon seit langer Zeit. Und man muss vor allem die ganz schlimmen Abverkäufe vermeiden. Dann hat man schon vieles richtig gemacht. Also wer hier nicht dabei war, hat schon mal ein Problem. Das gilt vor allem für viele professionelle Investoren. Vielleicht ist jetzt oder das Einfache, dieser Rallye ist sicherlich schon abgefrühstückt. Hier sehen wir mal unten gestrichelt den normalen Verlauf, den saisonalen Verlauf in Vorwahljahren. Da geht es in den ersten Handelstagen nach oben. Ich glaube, auch letztes Jahr waren wir, glaube ich, um und bei plus 6% in dieser Anfang November-Zeit.
Dann wird es schwieriger, dann kommt nochmal eine Erholung und dann geht es so ein bisschen runter bis Richtung Ende November, bis es dann wieder rauf geht. Kann diesmal natürlich alles anders sein, aber die Stimmung ist bullisch. Man tut so, als hätten wir jetzt wirklich den totalen Gamechanger gesehen. Die Aussagen von Paul geben es nicht her. Das zumindest kann man klar sagen und der Paul wird sich ja äußern am Mittwoch und am Donnerstag. Ist die Frage, wie viel er da zur Geldpolitik sagt, aber da bin ich mal gespannt, wie er sich dazu äußert. Jedenfalls extrem bullisch, etwa Subramanian von der Bank of America. Und die sagt, ja, also das ist alles extrem bullisch, was hier passiert. Wir haben hier Kaufsignale und so weiter und so fort. Andere sind weniger optimistisch, aber im Grunde ist jetzt Tenor Jahresendrallye eingebucht. Überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem. Aber der Formationstrader Mr. Eschnari, der hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Was hat Paul eigentlich genau gesagt? Er hat gesagt, wenn die Renditen dauerhaft oben bleiben, dann wäre das ein Problem. Oder dann müsste die Fed die Zinsen eher nicht mehr anheben, weil eben die Märkte die Arbeit für die Fed übernehmen. Die anhaltende Stärke des Dollar, wir haben einen Abverkauf des Dollar gesehen, und rückläufige Bewertung der Aktien. Das hat Paul das erste Mal so ein bisschen erwähnt, dass natürlich auch die Aktienbewertungen eine Rolle spielen. Da haben wir einen massiven Anstieg gesehen. Also man kann sagen, das, was Paul als Voraussetzung dafür genannt hat, die Zinsen nicht mehr annehmen zu müssen, ist im Grunde pulverisiert worden. Hier sieht auch da dann eine Bank, es ist Barclays, die sagen, wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass die Fed die Zinsen anheben wird. Vor allem, weil jetzt eben die Financial Conditions sich deutlich gelockert haben. Auch wenn wir jetzt, so Barclays, nicht im Dezember die Zinsanhebung erwarten, sondern erst im Januar. Mal sehen, was kommen wird. Aber eins ist klar, wir haben nach wie vor jetzt diese enorme Dominanz der großen Tech-Werte. Hier sehen wir ein Price-Earnings-Ratio knapp bei 45. Der Rest des S&P 500 ist gar nicht so teuer bewertet, knapp 19 etwa derzeit. Also die großen Werte sind es, die ja letztendlich kaschiert haben, dass die allermeisten Aktien gefallen sind. Und schauen wir uns mal an. Wir haben seit Jahresbeginn diese Zugewinne sind zu 134,1% gekommen durch die 10 großen Aktien, durch die Top 10. Das ist mit Abstand ein Rekord, da hat es so noch nie gegeben. Und auf der anderen Seite sehen wir etwa bei Apple Stagnation, sehen, dass die Geschichte bei Google ein bisschen schwieriger wird in Sachen Cloud. Wir haben gute Microsoft-Zahlen gesehen, Amazon war ganz okay. Jetzt warten wir noch auf Nvidia, die dann vor Thanksgiving kommen, wird noch ein bisschen dauern. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier die Dinge wirklich praktisch bei den Big Tech Aktien komplett nur noch nach oben zeigen. Das dürfte sich relativieren. Und immerhin haben wir hier auch jetzt in Europa, in Deutschland sogar, einen Aspiranten auf KI, Aleph Alpha. Ist das wirklich eine Konkurrenz für ChatGPT? Jetzt haben große deutsche Firmen wie Bosch, wie SAP, wie die Schwarzgruppe, Lidl, Kaufland, haben hier mal eben eine halbe Million wieder in einer neuen Finanzierung, 500 Millionen in einer neuen Finanzierungsrunde reingesteckt. Sandra Navidi sagt, also die Amerikaner, deutsche KI-Startups, interessiert die überhaupt nicht, spielt gar keine Rolle. Jetzt gucken wir nochmal auf die fundamentale Situation. Wir haben also jetzt eine massive Rallye, weil man sich sagt, Fed ist fertig mit den Zinsen und alles wird gut, aber die Gewinnrevisionen sind abwärts gerichtet, relativ klar. Wir sehen Mentions of weak demand, nahe Rekordhochs, also schwache Nachfrage, weil der US-Konsument offenkundig ein Problem hat. Wir sehen hier die Anzahl der Firmen, die die zuvor gesenkten Umsatzerwartungen übertreffen, so gering wie seit Jahren nicht mehr. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen. Man ist produktiver geworden, man konnte die Margen teilweise verbessern, auch durch Buybacks, also durch Aktienrückkäufe, indem es einfach weniger Aktien gibt. Aber however, wir sehen eben, dass viele Firmen jetzt in den Earnings Calls sagen, ja, wir
versuchen die Produktion wieder ins Heimische hinein zu verlagern, weg aus dem Ausland zu verlagern. Und so ist es vielleicht kein Zufall, was Sie unten sehen, nämlich dass erstmals seit 1989, seit es diese Daten gibt, Kapital abgeflossen ist aus China und nicht zugeflossen ist. Also wir sehen, da ändert sich was, aber wir sind nach wie vor, was die Industrie betrifft, sowohl in den USA als auch in China, als auch in Europa, in einer Rezession sichtbar. In den Einkaufsmanager-Indizes und jedes Mal, wenn wir solche Stände hatten, waren wir eigentlich in einer Rezession. Vielleicht hat die Rezession schon begonnen. Wir hatten ja letzte Woche die schwachen Arbeitsmarktdaten, die noch schwächer waren, als die Headline-Zahl es suggerierte. Den ISM-Index-Service wirklich schwach, nachdem zuvor schon vor allem der ISM-Gewerbe schon sehr, sehr schwach war. Also die Konjunkturdaten werden schwächer. Und die Frage ist, naja, wie wollt ihr dann nachhaltig gutes Geld verdienen, gute Umsätze machen, wenn die Rezession eben da ist? Deswegen vielleicht aus Furcht vor Rezession versucht jetzt Tesla ein Auto laut Berichten zu bauen, dass man für 25.000 Euronen kaufen kann. Und das Ganze soll in Grünheide passieren. Da fragt man sich, warum Grünheide? Da sind mit Sicherheit die Produktionskosten relativ hoch, zumal jetzt eben Elon Musk auch Lohnerhöhungen akzeptiert hat in Grünheide. Also das ist eine interessante Nachricht. Der Cybertruck sollte es ja richten. Jetzt hat Elon Musk gesagt, naja, bis der mal profitabel wird, wenn überhaupt. Jetzt muss es also dieses Auto richten. Gucken wir mal. Jedenfalls der Versuch, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, könnte man sagen, durch Elon Musk. Kommen wir nochmal zur Geopolitik. Wir sehen hier 30 Raketenabwürfe aus dem Libanon heute auf Israel. Israel dann mit akuten Gegenschlägen. Angeblich ist es die Hamas im Libanon, die das gemacht hat. Allerdings hat die israelische Armee gesagt, ist uns egal, wer es macht aus dem Libanon heraus. Wir halten die Hisbollah für verantwortlich, weil die das ja offenkundig zulassen und unterstützen. Wir sehen also, dass mehr oder weniger wahrscheinlich, wie hier ein Twitter-Kommentar es auf den Punkt bringt, Lebanon has already been dragged into this war. Libanon ist schon im Krieg, das hat Nasrallah, der Hisbollah-Führer, ja auch gesagt. Jetzt, wie gesagt, vor einigen Minuten dann sehr gezielte, sehr heftige Bombardements der Israelis im Libanon. Mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Abschließend noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Benko Imperium, dieser österreichische Immobiliengigant, jetzt wackelnd, nachdem vor allem Fitch jetzt die Signa-Anleihen auf Ramsch abgestuft hat. Das dürfte das Leben für Benko noch schwieriger machen. Erste Artikelempfehlung. Zweite Empfehlung. Die USA wollen es den Russen schwieriger machen, nämlich weiter Flüssiggas auszubauen. Wir kaufen ja wie die Bekloppten Flüssiggas aus Russland. Russisches Öl nehmen wir nicht, gell? Aber Flüssiggas ist ja was anderes. Das nehmen wir, ne? Und dementsprechend versuchen die Amis das ein bisschen zu verhindern. Das ist ihnen ein Dorn im Auge. Können wir doch gleich amerikanisches kaufen. Auf dem Geld. Ne, das hat ja der Donaldo schon gewollt von uns. Zweite Empfehlung, wie versuchen die Amerikaner das zu erreichen? Und dritte Empfehlung, Mike Wilson, bleibt dabei. Das ist eine Bärenmarkt-Rally, weil eben schlechte Gewinnaussichten, schwächere Makrodaten, das, was ich versuchte zu zeigen, eben mit dem fundamentalen Umfeld der Wirtschaft, das sich verschlechtert hat, hat er recht, der gute Mike Wilson. Dritte Empfehlung und zuletzt möchte ich Sie noch auf das nächste Webinar mit André Stagge verweisen. Wir hatten das ja schon am 1. November gemacht, machen das nächste am 16. November. Alle, die registriert sind, können sich auch hier wieder reinschauen. Wer sich noch nicht registriert hat, der kann das natürlich sehr gerne machen, denn wir werden im Anschluss eine Fragerunde haben, wo ich auch dabei bin. Bei der letzten war ich nicht dabei, weil ich mich um den Jerome Powell und seine Pressekonferenz kümmern musste. Also da werden wir ein bisschen noch mehr interagieren in dem kommenden Webinar, 16. November, 19 Uhr. Registrieren, wer es noch nicht gemacht hat, drei Artikelempfehlungen und hier registrieren. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.